Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Vorab zwei Sachen. Das Video wird sehr spät kommen. Tu hat ja gesagt, es kommt am Dienstag. Ich weiß nicht, ob das ganz noch klappt. Es ist jetzt schon 22.10 Uhr, wo ich das Video aufnehme. Zweite Sache ist, falls ihr Lust habt auf ein Giveaway, kommentiert auf dem letzten Instagram-Bild von Mason Haya, Hashtag Hypekicks. Und dann werden wir mal sehen, ob wir da ein Giveaway machen. Kommen wir nun zum richtigen Video. Ich wollte euch heute die besten Sneaker-Releases aus dem März vorstellen. Ich würde sagen, fangen wir direkt an mit den ersten 6 Sneakern, die direkt schon morgen kommen, am 1.3. So, die ersten beiden, die kommen in so ein Pack, sag ich mal. Das ist eine Adidas-Kollabo mit Alexander Wang. Das ist ein komplett neuer Sneaker. Der hat eine Boost-Sohle. Sieht aus wie die Boost-Sohle von NMD R2. Ich finde den Weiß, finde ich den mega geil mit der Socke. Der sieht unnormal bequem aus und ich glaube, den kann man auch eigentlich ganz cool zu irgendwelchen Sachen anziehen. Der Schwarze, der sieht ein bisschen komisch aus. Das sieht so aus, als ob oben drauf auf der Lasche so eine Boost-Sohle ist. Und dann ist der noch da so komisch festgeschnürt. Aber weil es halt so ein neuer Sneaker ist und ein komplett neues Modell und halt noch eine Kollabo ist, wollte ich den euch gerne vorstellen und ja. Kommen wir direkt zu den nächsten zwei Sneakern. Wieder eine Adidas Kollabo, diesmal aber mit White Mountaineering. Und zwar kommt der Adidas NMD R2, einmal in dunkelblau und einmal in schwarz. Ich finde den nicht so cool, weil ich den NMD R2 nicht so gerne mag, aber halt, weil es eine Kollabo ist, wollte ich euch den gerne vorstellen. Kommen wir jetzt zu den beiden, die ich am meisten feiere, die morgen rauskommen, wo ich mir gerne auch beide kaufen würde, aber das Geld und die Zeit nicht da ist, um mir beide zu kaufen. Einmal der Adidas A16 Plus Pure Control Ultra Boost. Das ist halt der, falls ihr das noch nicht kennt, das ist der halt der Fußballschuh, der A16 Plus Pure Control. Dann aber mit einer Boost-Sohle. Ist halt so eine Socke wie bei einem NMD Primeknit. Ich finde den richtig cool. Vor allem, weil die auf der Heel Cap ist so ein Camo-Muster in Grau. Der ist mega schlicht gehalten und den kann man, sieht aus eigentlich wie ein City Sock, nur in bequemer und bisschen cooler. So, kommen wir jetzt zu den letzten Sneaker, der morgen schon released wird. Und zwar kommt morgen der Adidas Equipment Support 9317. Und zwar auch in der Kollabo mit White Mountaineering. Und den feiere ich richtig hart. Ich finde den mega geil. Ich habe ja schon für 2 den 9317 in diesem Rosa gekauft. Den fand ich schon geil, aber da war das nur mit diesem Weiß und dem Rosa, war das alles noch so ein bisschen farblich. Aber jetzt, wo der in diesen Dunkelblau kommt, ist er halt mega schlicht gehalten und die Boost-Sohle ist, so wie du es zumindest gesagt hast, ich kann es nicht ganz sagen. Ich habe mich zwar mal in seinen reingesqueezed, das war auch bequem, zumindest die Boost-Sohle, aber sonst war es halt nicht so bequem. Aber der ist richtig bequem, laut du. Und den würde ich mir richtig gerne kaufen. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe morgen. Aber ein Freund kauft den sich wahrscheinlich und dann könnten wir auch eine Review für euch machen. Bleiben wir direkt mal bei Adidas. Es kommt wieder eine Kollabo. Diesmal ist der Adidas NMD City Sock 2. Der kommt mit einer Kollabo, einmal mit Kith und einmal mit Naked. Die beiden kommen am 4.3. und ich finde zumindest den Braun finde ich richtig geil. Der Rosane ist halt mehr für Mädchen, ist ein bisschen schwieriger wahrscheinlich anzuziehen. Ich finde, da gibt es nicht so viel zu sagen. Ich finde, der sieht schlicht aus, sieht ganz geil aus, hat vorne nochmal auf den Upper so einen Streifen und halt wieder wie bei den anderen Schuhen schon, ist nochmal eine Kollabo, macht das Ganze nochmal einen Ticken besonderer und ist ein Schuh, den ich euch empfehlen könnte zu kaufen. So, jetzt nochmal der letzte Adidas-Schuh, den ich euch vorstellen möchte, und zwar kommt im März, es wurde noch nicht genau bestätigt wann, aber die Gerüchte sagen halt, dass im März der neue Adidas Yeezy Boost 350 kommt, und zwar ein Triple White. Der wieder Brad hat da hinten einen Pull-Tab, sonst kann man nicht so viel zu denen zu sagen. Ich glaube, jeder kennt den Yeezy, halt den V2 und den Triple White, könnte ich glaube ich ganz gut vorstellen. Ich blende sowieso noch mal ein Bild ein. Komplett weiß, schlicht gehalten, sieht geil aus und beim Yeezy ist Hype da, den möchte sich eh jeder kaufen. Und deswegen ist es natürlich auch ein Schuh, den ich euch vorschlage zu kaufen. So, ich würde sagen,
jetzt gehen wir mal zu Nike. So, und Jones wird jetzt im März, soweit ich weiß, nicht wirklich was gedroppt. Der Royal soll vielleicht nach Gerüchten diesen März rauskommen, aber die meisten sagen aber auch April. Aber wo ich mir sicher bin, ist, dass am 26.03. der Nike Air Max 1 in diesem Elephant Colorway rauskommt. Ich mag den nicht so, das war wieder so ein Favorit von Tumer. Ja, da gibt es nicht so viel zu denen zu sagen, der ist schon mal rausgekommen, ist jetzt wie so ein Restock und ja. So, und die nächsten beiden Nike-Schuhe sind einmal der Nike Air Max 1 in Rot und einmal in Blau. Die beiden sind vor 30 Jahren das erste Mal rausgekommen und sind so die OG Air Max, also der allererste Air Max 1er, der gedroppt wurde. Der Rote kommt am 4.3. und der Blaue kommt am 11.3., wenn mich nicht alles täuscht. Und die finde ich beide eigentlich richtig cool. Ich würde mir gerne einen davon kaufen, weil es halt die OG Colorways sind. Und sind halt irgendwie, haben halt so eine Geschichte, finde ich richtig cool deswegen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut nochmal gerne bei uns auf den Instagram-Accounts vorbei. Die sind unten verlinkt und nochmal auf unseren Kanalbanner. Und wie gesagt, falls ihr Bock nochmal auf ein Giveaway habt, kommentiert bei Mason Hire unter dem letzten Bild Hypekicks und ja, bis zum nächsten Mal und